Kobolde haben die Verteidigungszauber des Schlosses umgangen. Wir haben Hoffnung, ja. Ja! Sie kommen genau rechtzeitig, Professor Hackett. Da, Professor. Schön, dass du mal vorbeikommst. In dem
ab! Schnell! Es geschafft. Zum Glück haben wir es vor Renrock geschafft. Wirklich unglaublich, dass es das ist. Das Behältnis war seit Hunderten von Jahren unter dem Schloss. Denken Sie an all den Schmerz, der es schuf. Dafür sind Miriam, George, ihr Freund Lodgok und so viele andere gestorben. Miriam glaubte, die vergessene Magie könnte für Gutes genutzt werden. Aber sie kannte die Risiken nicht. Sie hat nicht gesehen, was die Hüter ihnen gezeigt haben. Oder Isidora. Sie sind jetzt der Hüter der Macht, die sich darin verbirgt. Welche Pläne haben sie jetzt damit? Ich werde das Behältnis so lassen, wie es ist. Das freut mich zu hören. Ich habe nachgedacht. Was denn, Professor? Das ganze Jahr habe ich versucht, unsere Reise vor allen geheim zu halten, sogar vor Professor Weasley. Jetzt frage ich mich, ob ich Sie und auch die anderen früher hätte einweihen und Ihnen vertrauen sollen. Die Hüter wollten dieses Geheimnis für immer verwahren. Wie lange bewahren Sie es? Die Hüter hatten recht. Das Risiko dieser Magie ist zu hoch. Es liegt in meiner Verantwortung, sie zu beschützen. Ich verstehe. Aber sie sind nicht allein. Ich helfe ihnen, so gut ich kann. Die Arroganz der Zauberwelt. Kobolde haben diesen Ort gebaut. Er gehört uns. Genug, Renrock. Er hat dir nie gehört. Damit wollte ich schon lange spielen. Miriam starb. Hätte sie den Behälter nur herausgegeben, hätte all das nicht sein müssen. Törichte, wichtigtuerische Hexe. Ihr zwei seid euch ähnlich. Sie wusste auch nicht, wann man lieber auf... Weiter geht's, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe Renrock. Er absorbiert die Macht des Behältnisses. Deine christliche Macht ist meine Gewachs. Diese Spuren der Magie.
versuchen, diesen Feuerball zurückzuspielen. Es ist nur schwer zu erkennen, wann er kommt. Ich
Atem. Keine Sorge, ich werde mich davon befreien. Das hoffe ich mal nicht. Take it. Ah! Hey! Du weißt nicht, was
könnte wenigstens die Energie wieder aufgefüllt kriegen, oder? Wo ist der Weg? Ist es der Weg? Es ist der Weg. Du entkommst mir nicht, Ranrock. Och, Energie abfüllen. Du kannst nicht. Gib auf! Okay, wir müssen näher ran. Einmal getroffen, ne? So hat man den immer unten. Die Hände.
Defender! Legioso! Lazio! Miriam. Miriam. Hätte sie geliebt, mein junger Freund. Die Welt der Zauberei könnte nicht in besseren Händen sein. Ja. Professor Elea Safik, er war für viele von Ihnen ein geliebter Professor und für seine Kollegen ein langjähriger Weggefährte. Ein berühmter Abenteurer auf der Suche nach Wissen. Er hatte den Ruf, das Unbekannte zu ergründen und dabei sowohl Umsicht als auch Sicherheit zu ignorieren. Es soll uns allen eine Lehre sein, und zwar eine tragische. Seine Liebe zum Abenteuer wurde nur übertroffen von seiner Hingabe an Hogwarts. Und natürlich an seine Frau Miriam, die ebenfalls viel zu früh verstarb. Professor Fake verkörperte das Beste von uns allen. Ach, er konnte wirklich listig sein, war genial und wissbegierig zugleich und ein wahrlich treuer Freund. Aber vielleicht war es auch sein beeindruckender Mut, für den wir ewig in seiner Schuld stehen werden. Ohne Professor Fake
Nun, ich kann mit Gewissheit sagen, dass ohne ihn viele von uns heute nicht hier wären, von Hogwarts ganz zu schweigen. Die, die ihn gut kannten, werden mir zustimmen, dass wir ihn nach Hogwarts-Manier ehren müssen. Durch weises, tatkräftiges, gerechtes Entgegentreten all dem, was vor uns liegt. Auf, Professor Fig! Unglaublich, dass wir Fig verloren haben. Ich kannte ihn nicht so gut wie du, aber er war ein guter Mann. Weasley hat sehr treffend über ihn gesprochen. Man wird sich gut an Fig erinnern. Sebastian, ich muss dir etwas sagen. Es hat mit Victor Rookwood zu tun. Angeblich hat er dich vor Ollivanders Laden angegriffen. Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Die Gerüchte stimmen, und so war es. Aber das meinte ich nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rookwood etwas Bekanntes. Die Worte, die Anne kurz vor dem Fluch hörte. Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Halt! Was? Was sagst du da? Es war keiner von Renrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Rookwood. Von Anfang an. Das kann nicht sein. Es waren die Anhänger. Schon immer. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen. Nach Rookwoods Bündnis mit Ranrock wurde Isidoras Anwesen für beide interessant. Deshalb war Rookwood dort in der Nacht, in der Anne verflucht wurde. Er arbeitete mit Ranrock zusammen. Als er deine Schwester sah, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Er hat sie also verflucht und sie für immer verändert. So grausam. Rookwood hat bekommen, was er verdient. Danke, dass du mir das sagst. Es war kein Kobold. Ich schätze, ich muss mich bei dir entschuldigen. Die ganze Zeit dachte ich, Kobolde seien der Feind, aber es war nie so einfach. Ich muss über vieles nachdenken. Wir sprechen uns bald. Gratulation, du hast die Geschichte von Hogwarts Legacy abgeschlossen und das Ende des Schuljahres erreicht. Deine Zacks nahen und es ist Zeit, deinen Fortschritt in einem Handbuch zu überprüfen. Erkunde die Welt, schließe alle noch offenen Beziehungsgeschichten und nehme Aufträge ab und vervollständige dein Handbuch.